So, dann wollen wir doch mal in Krampus seine Bude neu gehen. Würde ich mal sagen. Was ist denn das hier? Sugar Rush Upgrade. Permanent Upgrade that will allow you to do a double jump. Base Walk and Run Speed will also be slightly increased. Ich verstehe. Es wird jetzt hier zum Jump'n'Run Game. Was ist das? Castle Krampus liegt auf dem äußeren Teil der Unterwelt in einem Gebiet als Limbo bekannt. Dämonen, die auf der Erde starben, werden hier wiedergeboren. Aber wenn ein Dämon in der Unterwelt stirbt, dann sind sie für immer verloren im Nichts. In Castle Krampus liegt der Eingang in die tiefe Unterwelt, wo die Liste der Bösen von Krampus selbst beschützt wird. Ja, das ist die, die wir erreichen müssen, damit wir unseren Namen von da streichen können, damit der aufhört, uns zu verfolgen hier. Der Affe. Wir kombinieren das. Mann. Also, cool. Warte mal. Ich will jetzt hier Ordnung. Ich glaube tatsächlich, diese Schaufel. Ach ne, wir behalten es mal noch. Die können wir nachher immer noch wegschmeißen, notfalls. Nehmen wir noch mehr Schrotflintenmunition mit, ist die Frage. Nee, aber von der hier auf jeden Fall. Wir nehmen erstmal mit. Ich kann ja immer noch wegschmeißen. Weißt du was? Weg mit der Schaufel jetzt. Ich glaube nicht, dass ich die noch brauche. Hä? Bin ich dumm? Kann ich die nicht. Ich kann die nicht wegschmeißen, ne? Ist ja interessant. Das hätte aber halt schon ganz schön in. Kann ich die hier. Jo. So, dann machen wir jetzt nämlich hier erstmal so. Komisches Inventarsystem, ey. So. Speichern wir nochmal. Und let's go. Was ist hier? Knock our bosses to refill Stamina and Double Jump. Warte mal, kann ich. Ist ja interessant. Pump Shotgun. Hä? Ist es nicht die, die wir schon haben? Ist sie besser? Ist doch genau die gleiche, oder? Ja. Schade, dass wir die nicht Akimbo spielen können. Das wäre lustig. Alter! Naughty! Ich bin tot. Bin ich überhaupt schon mal gestorben? Die tat ja voll weh. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Vielleicht sollten wir doch die Waffe wechseln. Ich glaube nicht, dass wir hier noch Schneemänner finden, tatsächlich. Habe ich hier. Warte, ist das die gleiche Munition? Ja. Oh, schön Sam Fischer-Style hier in der Hölle. Ne? Hä? Sind die jetzt nicht mehr One-Shot? Oder waren die zu weit weg einfach? Krass, Alter, guck mal da unten. Ob wir da nachher noch hinkommen? Ah, das wäre bestimmt der andere Eingang gewesen. Das ist auch eine leicht große Burg, ne? So ein bisschen. Und nun? Was ist mit dir? Kann ich den überhaupt töten? Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht. Wir rennen einfach weiter hier. Tschüssi. Das war ein schneller Absturz. Hier kommen wir nicht weiter. Was ist hier? Nichts. So, dann, wo ist denn die OP-Pistole hier? Da ist richtig hart Aim Assist drauf, ne? Gefühlt, zumindest. Ist hier was? Wahrscheinlich wären wir hier reingekommen, wenn wir den anderen Eingang genommen hätten. Ist jetzt mal meine Vermutung. Bro, was? Mhm. Cool. Das sieht man hier, oder? Ja, das sind immer die Dinger hier. Geht's so gut? Was ist das? Ich habe Angst, dass hier irgendwas passiert. Hallo? Hausdurchsuchung wollte ich sagen. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Hab keinen Platz. Ach komm, jetzt ist mir egal hier. Das ist doch. Es ist doch Firlefanz hier, Kindergarten hier. Die machen wir jetzt alle platt. Natürlich. Ich und meine Shotgun sind bereit. Und schon wieder geht die Dubstep-Mucke los. Oh Gott. Ich finde es auch schön, wie er eine Kugel nachlädt und die Waffe sofort wieder voll ist. Ah! Was zum Fick? Ach komm. Bist auch One-Shot von dem Zeug, ey. Das ist ja richtig nervig. Naughty. Wo konnte ich denn speichern das letzte Mal? Hä? Ach, hier bin ich. So, was ist der Gameplan? Wie stellen wir das an? Nehmen die hier für die. Ich probiere es mit dem. Komm, wir probieren es einfach. Für die meisten die Shotgun. Ich wünschte gerade. Bringt das was? Wahrscheinlich nicht, ne? Die hat die schneller geschossen? Ich weiß es gerade gar nicht. 2 Minuten, das werden wir doch wohl schaffen. Eineinhalb Minuten. Fuck. Warum lebst du? Oh Gott, Gott, Gott. Okay, Moment. Hey, wir haben ihn!
Wir haben einen großen. Scheiße. Oh Mann. Ah, verdammt. Oh, das ist ja richtig belastend. Warum muss man von den Dingern One-Shot sein? Das ist doch super nervig, ey. Na gut. Auf ein neues. Okay, wenn ich auf den Kopf schieße, ganz genau, dann sind die davon One-Shot. Oh, ich hab so viel Spaß! Menno! Die Brute-Forcen das jetzt so lange, bis es funktioniert. Kann ja nicht so lange dauern. Warum hat das nicht getroffen? Alter, du musst richtig genau mit der Shotgun treffen, ne? Das ist irgendwie nicht der Sinn, wenn man Shotgun spielt. Aber gut. Warum? Ich hab doch getroffen, Junge. Och, Mann. Oh, frustriert mich das gerade. Ich hab doch drauf. Hab ich nicht getroffen? Verdammt, ihr könnt das jetzt einfach nachgucken, ne? Also, ich bin der Meinung, ich hab getroffen. Ich spiele jetzt mit dem Ding hier. Ist mir jetzt doof hier. Weiß ja auch nicht, ob, also, ob dieses Fadenkreuz was zu sagen hat. Ob ich dadurch wirklich so schlecht treffe oder. Wir probieren das jetzt aus, wenn der hier rauskommt. Okay, das ist ultra ungenau. Holy shit. Der Typ sollte keine Shooter programmieren. Oh, aber wenigstens. Ah, ich glaube, wenn man zielt, scheint es komplett genau zu sein. Kann das sein? Sieht so aus. Komm, der war 80 Meter weg. Was ist das? Oh. Also, dass man sich in einem Horrorspiel erschreckt, ist ja eine Sache. Aber dass man frustriert ist, weil man so eine Scheiße nicht schafft, das habe ich nicht erwartet. Also, wir machen das jetzt so. Wenn der hier rauskommt, kommt ca. 10 Sekunden danach dieser Typ. Das heißt, wir versuchen erstmal hier hinten stehen zu bleiben. Ich glaube, das ist die beste Idee. Los jetzt. Guck mal, ich kann schon bald auswendig. Das ist ja wie bei Superhot, ey. Ich sehe nichts wegen dem Kackstein. Ich muss wieder vorrennen, sonst trifft der mich. Alter. Der lebt doch immer noch. Scheiße!
Oh, Gott sei Dank. Alter, Alter, wäre ich jetzt wieder gestorben, wäre ich ausgerastet, ne? Oh. Meine Güte, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Oh, war das nervig. Ich habe keine MP-Munition mehr. Das heißt, warte, wir schieben den erstmal hier hin. Ich habe auch noch, Flame Bottle hier. Die haben wir noch überhaupt nicht benutzt. Ob hier schon die Liste ist? Das sieht nach einem Bosskampfraum aus. Das sieht dermaßen hart nach einem Bosskampf aus. Und dass wir das nochmal bekommen, heißt wohl, dass wir gleich gegen Krampus kämpfen dürfen. Gut, wird ja auch nur Sinn ergeben, ne? Den nehmen wir auch mal mit. Collect. Ich will, bevor wir in die Mitte gehen, schauen wir, ob es hier erst noch irgendwo guten Loot gibt. Boah, ist hier dunkel, ey. Was ist denn hier? Gar nichts. Okay. Also, Bestandsaufnahme. Wir haben kein... Ich glaube, ich habe noch was aufgenommen. Wir haben nur Munition für die Shotgun. Da noch ein bisschen was drin und hier. Ja, das kann ja lustig werden. Das kann ja lustig werden. Ich glaube, okay, ja, wir werden den Hebel da drüben drücken müssen. Mal gucken, was passiert. Ach du Jemine. Hörst du auch wieder auf? Weh, hier kommen Viecher rausgerannt von der Seite. Danke. Oh, Zwischensequenz. Hallo Krampus! Ach, jetzt kannst du auf einmal schnell laufen, wa? Krass. Und Portal in Oblivion. Oh mein Gott. The Gatekeeper. Na ganz toll. Zum Glück habe ich nur eine Schrotflinte. Gatekeeper is made of stone. Normal weapons will not harm him. Was dann? Ich muss bestimmt irgendwas abschießen. Irgendwas, was explodiert oder so. Warte mal. Bro, der ist ja schon hier. Was macht das? Oh, sehr schön. Was kann ich hier tun? Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ist das der einzige Hebel? Ne, hier ist noch einer. Er läuft halt auch voll rein, ne? Use. Ist das jetzt das Gameplay? Ich sag ja nicht, sorry. Super Gameplay. Warte mal. Vielleicht kann ich ihn ja trotzdem tasern. Oh, er ist tot. Du bist ein beschissener Gatekeeper. Nur damit du das weißt. Das war der dümmste Bosskampf, den ich je hatte. So, da geht's rein, ne? Kann ich jetzt hier noch was machen? Nee, das ist nur dieses Auffüllen, ne? Cool. Na dann, ab geht's in die Unterunterwelt. Aber gut, dass ich mich nochmal erschreckt habe, auf jeden Fall. Hallo, hier bin ich.
Hallo? Die Unterwelt. Destroy the naughty list. Was ist das denn für ein Sound? Was ist das? Spielt da wer Fußball oder was? Ich hätte gern, genau hiervon hätte ich gern mal ein bisschen was. Warte. Mal fix ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ich packe hier auch mal wieder die. Was? Achso, Combine, das ist Move. So hier. Interact. Sorry, Kumpel, ich wusste nicht, was der macht. Jetzt weiß ich's. Aber wie kommen wir hier weiter? Aha. Ich verstehe. Oh, ganz nett haben sie es hier. Okay, diese riesen Schädel, was das wohl... Was das wohl für Wesen waren? Titanen. Giganten. Titanische Giganten. Gigantische Titan. Titanische Titan und gigantische Giganten. Okay, sorry. Wer sind Sie? Ich glaube, ich... Hab mich in der Tür vertan. Ich gehe gleich wieder, wenn das hier. Ne? Machen Sie sich keine Mühe, ich finde alleine raus. Bewege ich mich noch? Ne, aber das da. Alter Schäde. Wer bist du denn? Wo ist er denn hin? Da hinten. Gott sei Dank musste ich nur gegen den kämpfen, ey. Wer klopft denn da? Da schmiedet irgendjemand was, oder? Hallo. Bin jetzt angekommen. Wo haben sie denn ihre Liste? Die müsste ich einmal kurz zerstören, wenn das in Ordnung wäre. Ich würde mal kurz den hier machen. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir ein bisschen Munition sparen. Ich weiß jetzt nicht, was da vorne noch kommt. Und die Viecher hier, sie sind doch sowieso langsam. Ich weiß, das zögert es jetzt natürlich ein bisschen hinaus, aber... Ich möchte den nächsten Fight auch gern gewinnen. So. Was ist das denn? Was ist dieses grünes Zeug? Was ist dieses grünes Zeug, Junge? Das war keine gute Idee, oder? Das war keine gute Idee. Guck mal, kann ich hier mehrere auf einmal treffen?
Oh, warte, jetzt mache ich einen Combo-Shot hier. Los, komm her. Und bumm. Das hat ihn überhaupt nicht gemacht. Warum habe ich das jetzt gedrückt? Den auch. Okay. Hebel müssen gedrückt werden, deswegen musste ich das tun. Tut mir leid. Da ist der nächste. Wahrscheinlich muss ich sowieso alle umlegen, damit das Tor da aufgeht. Ja. Loot, das ist schön. Die mögen... Ah, guck mal, endlich normal... Hallo? Was ist das denn? Endlich ein bisschen normale Munition hier. Das nehmen wir auch einmal mit. Shotgun. Achso. Erstmal wieder ein bisschen aufräumen hier. Ich glaube, es ist gerade wirklich klug, so viel wie möglich mitzunehmen hier. Habe ich... So, perfekt. Und speichern. So. Habe ich gespeichert? Ich habe nämlich Escape gedrückt. Ich wusste... Ach, es wird schon funktioniert haben. Ich mache sicherheitshalber nochmal. Oh Mann. So, jetzt aber. Hätte das Benzin vorher noch einpacken müssen, ne? Combine? Warum geht das nicht? 24. Max-Deck, das ist ja seltsam. Na gut, weiter geht's. Machen wir der Sache jetzt hier endlich mal ein Ende, würde ich sagen. Was ist hier drüben? Tod und Verderben. Okay, ganz normal. Ist immer auf der rechten Seite. Kleiner politischer Seitenhieb. Hier ist nichts Spannendes mehr. Oh, was ist denn das für ein Schädel da oben? Guck mal, hier sind Nussknacker. Wenn das nicht nach einer Bossfight-Arena aussieht. Da ist ja die böse Liste. Das ist aber ein schöner Stuhl. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ach du Heiligsblechle! Was muss ich machen? Ah, ich muss die alle umdrehen, alles klar. Ah! Natürlich gibt es hier auch noch Fallen. Okay, ich glaube, ich bin ein wenig unter-itemisiert, was das ganze Spielzeug angeht. Ach, guck mal, die sieht man auch. Das funktioniert immer noch, das ist gut zu wissen. Ja, ja, ich weiß doch. Ah! Ich habe die jetzt alle umgedreht und nun? Hä? Warum hat denn das nicht funktioniert? Ratatatat. Ratatat, warte mal. Weißt du, so übelst der epische Kampf und auf einmal so, oh, da ist das Pausemenü. Stirb! Nein! Oh, war das knapp!
gleich hammer dich. Friss Feuer. War's das? Bro, das ist, du, ich hätte mir als Herrscher der Hölle hier unten irgendwie ein bisschen stärkeren Gegner vorgestellt. Aber gut, nehme ich. Place the naughty list in the fire. Oh, lustig. Return home. Okay. Dann returnen wir mal home, wa? So einfach ist es, einfach wieder gut zu sein, ne? Und so wurde Krampus von einem Kind, was sogar zu böse ist, für die Unterwelt besiegt. Oh, guck mal, Zeit sogar. Rang, Schwierigkeit, Nightmare anlockt und Survival Mode anlockt. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Aber, das war's jetzt erstmal, ne? Ja, war doch eigentlich doch ganz lustig, dann irgendwie so in Summe, so ein bisschen, ne? Gibt bestimmt bessere Horrorspiele, aber ich fand es ganz unterhaltsam. Ich habe mich ja hin und wieder auch mal erschreckt, ne? Ja, dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Tschüss!